Ja, und damit herzlich willkommen zum ganz neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind heute mit einer BR 103 unterwegs und fahren einen TEE-Sonderzug, und zwar von der DB-Stiftung. Das ist ein Szenario von JTG, das gab es kostenlos zum ersten Advent. Und wir schauen mal, ob ich da entsprechend sauber bis nach Mainz fahren kann. In dem Szenario gibt es auch Ansagen, davon werden wir dann eine nach dem Bahnhof hören. Unsere Lok wird jetzt erstmal aufgerüstet und dann fahren wir zum Bahnsteig und dann geht unser Abenteuer auch schon los. Die Strecke an sich sind wir ja schon einmal gefahren mit einer Dampflok, so ein paar Szenarien her, beziehungsweise Folgen. Aber ich dachte, das wäre hier mal ganz spannend, wenn wir hier mit der 103er hier rumcruisen. PCB und die LCB mache ich mit an, wobei LCB ist eigentlich für den Arsch, weil das hat es hier so gar nicht auf dem Teilstück, wo wir hier fahren. Aber trotzdem ist mal alles mit an. Und die PCB wird mir noch sehr viel Freude bereiten während dieser Fahrt. Also glaubt nicht, dass die Strecke problemlos verlaufen wird. Es wird da ein, zwei Sachen geben, die nicht so cool sind. Und für drei Viertel der Sachen, die passieren werden, bin ich tatsächlich selbst schuld. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, wo ich sage, da bin ich nicht schuld dran. Oder zumindest ist es ziemlich fies auf der Strecke. Dürft ihr dann selber bewerten, wo ich dann wirklich schuld gewesen bin und wo nicht. Davon kommt jetzt dann gleich rotes Signal, beziehungsweise Zwergsignal, denn der Zug da vor uns versperrt uns noch die Einfahrt zu unserem Bahnsteig. Also werden wir hier noch einen kleinen Moment warten und dann geht's vor. Währenddessen kommt noch ein Güterzug vorbei und der Güterzug und noch andere Güterzüge vermutlich werden mir hier ganz viel Freude bereiten. Nachdem wir jetzt hier einen kleinen Moment stehen werden, werde ich euch den Part mal ganz kurz rausschneiden und über dann die Einfahrt haben zu unserem Bahnsteig, sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, der macht sich jetzt aus dem Weg und wir können jetzt gleich reinfahren und da haben wir auch schon das Signal gekriegt. Jetzt nur noch sauber bis zum Bahnsteig. Da beachten wir, dass wir natürlich nicht zu schnell fahren, weil spätestens ab 40 knallt es hier mit der PZB. Aber werden wir eh nicht erreichen. Bei einer Sache war ich mir hier nicht sicher, wo genau ich da anhalten muss, weil es kommt dann gleich Haltetafeln. Und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wie lang unser Zug eigentlich ist. Das wäre vermutlich ganz am Anfang gestanden. Das habe ich mir natürlich nicht genau durchgelesen und auch nicht im Szenarioplaner. Stichwort Szenarioplaner. Ich habe mir da die Freiheit genommen, das Wetter auszutauschen. Das ist jetzt hier ein Wetter von Armstrong Powerhouse. Eigentlich wäre es Standard Schneeregenwetter. Und also, was heißt Schneeregen? Also einfach Schneesturmwetter. Und ich habe mir da jetzt einfach mal das dynamische Wetter reingehaut. Es bleibt ja eigentlich weitestgehend so, also fängt nicht einmal zum Schneien an. Aber trotzdem, es ist winterlich. Ja, ich glaube, daneben ist auch vorbei, ne? But at least I tried. Okay, lassen wir die Leute einsteigen und dann geht's auch schon los mit unserer tollen Fahrt hier. Es ist einfach ein wunderschöner Zug. Es wäre schon mal was, in echter mit so einer TE-Garnitur mitzufahren, mit der 103er. Also rein vom Optischen her muss ich schon sagen, es ist einer meiner Lieblingslok und ich fahre sie auch sehr gerne. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Lok wirklich 200 fahren darf. Aber ja, so schnell werden wir heute erstmal nicht. Wir sind jetzt primär so in TD2-Geschwindigkeiten unterwegs, wo es zumindest geht. So, da haben wir den Abfahrtspfiff bekommen. Wir machen die Türen zu und dann geht's auch schon los auf der Strecke Richtung Mainz. Ob wir da wohl ankommen werden?
Ich weiß es schon, aber ihr noch nicht. An der Stelle werde ich mich erstmal verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz angenehme Fahrt und vor allem eine unterhaltsame Fahrt. Und mein Kollege wird übernehmen. Der wird euch ein bisschen was über die Strecke hier erzählen. Über den Lok, über den TEE. Und dann gibt es natürlich die Ansagen hier vom Szenario selber noch. Und ich werde mich dann zwischendrin wieder melden, wenn dann Dinge passieren, die vielleicht nicht passieren sollten. Ihr kennt's mich. Da kann viel passieren. Also viel Spaß und lehnt euch zurück. Wird ein ganz großes Fest hier. Und damit lassen wir Bravura den Zug steuern und ich übernehme für den Moment. Wir befinden uns auf der Rheinstrecke. Die Rheinstrecke ist eine Hauptbahn, die am Nieder- und Mittelrhein entlang von Köln über Bonn, Koblenz und Bingen nach Mainz verläuft. Dabei ist zu beachten, dass es zwei Rheinstrecken gibt, die linke und die rechte. Wir befinden uns aktuell auf der linken Rheinstrecke. Bis zum Bau der Schnellfahrstrecke Köln, Rhein und Main war sie eine der wichtigsten Strecken im Fernverkehr Westdeutschlands. Aufgrund ihres Verlaufs durch das obere Mittelrheintal, welches als Welterbe-Kulturlandschaft gilt, gilt sie wie die parallel verlaufende rechte Rheinstrecke bis heute als eine der romantischsten Eisenbahnstrecken in Deutschland. Ein interessanter Fakt für euch: Die linke Rheinstrecke ist auf ihrer gesamten Länge von 185 Kilometern zweigleisig ausgebaut und bereits seit 1959 mit einer Oberleitung versehen. Die Strecke wurde, soweit es die Topographie zuließ, für bis zu 160 Kilometern pro Stunde zugelassen. Keine Sorge, Bravura wird diese Geschwindigkeit heute wohl eher nicht erreichen. Mit der Zeit ist der Verkehr immer mehr geworden und die Strecke wurde später eigentlich zum Nadelöhr. Die ganzen Kurven bremsten die Züge aus und es musste an einer Lösung gearbeitet werden. Da ein weiterer Ausbau der beiden Rheinstrecken sehr teuer geworden wäre, wurde die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main abseits des Rheintals errichtet. Nach deren Eröffnung 2002 wurde die linke Rheinstrecke im Herbst 2003 aufwendig saniert. Der Hauptteil des Fernverkehrs verlagerte sich auf die neue Strecke, da diese zwischen Köln und Frankfurt Flughafen die Reisezeit um genau eine Stunde verkürzte. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahnstiftung begrüßen wir alle in Koblenz im Sonderzug eingestiegenen Fahrgäste zur Fahrt nach Frankfurt über Mainz. Bitte beachten Sie, der nächste Halt wäre dann Mainz. Dort vor Ort findet eine kleine Veranstaltung statt. Das Zugbegleitpersonal sowie die Verantwortlichen der Deutschen Bahnstiftung werden Sie hier getrennt informieren. Die heutige linke Rheinstrecke wurde nach und nach von insgesamt drei verschiedenen Eisenbahngesellschaften gebaut. Der erste Abschnitt der Strecke zwischen Bonn und Köln wurde 1843 von Paul Camille von Dennis geplant und am 15. Februar 1844 von der Bonn-Kölner Eisenbahngesellschaft, BCE, eröffnet. In Köln endete die Strecke ursprünglich am damaligen Bahnhof Köln-St. Pantaleon, südlich der Innenstadt, und in Bonn am Kaiserplatz. Am 21. Januar 1856 wurde die Strecke dann Richtung Süden bis zum Bahnhof Rolandseck verlängert, um eine Weiterfahrt mittels Rheinschiff zu ermöglichen. Zum 1. Januar 1857 wurden die BCE und ihre Stammstrecke durch die Rheinische Eisenbahngesellschaft, RHE, übernommen. Diese führte die Strecke 1858 über Remagen und Andernach nach Koblenz weiter und ließ sie am Rheinischen Bahnhof südlich der Mosel enden, die sie mit der neu erbauten Moseleisenbahnbrücke querte.
Der Streckenabschnitt vom Grenzbahnhof in Bingerbrück bis Mainz wurde von der Hessischen Ludwigsbahn gebaut und am 17. Oktober 1859 eingleisig in Betrieb genommen. Mit der Vollendung der Nahebrücke in Bingen wurde eine Verbindung zur Rheinischen Eisenbahn hergestellt. Die Nahebrücke mit Rautenfachwerk war die erste in Betrieb genommene zweigleisige Eisenbahnbrücke der Hessischen Ludwigsbahn. 1861 wurde der zweigleisige Streckenausbau zwischen Bingerbrück und Mainz fertiggestellt. Am 15. Dezember 1859 verlängerte die RAE die Strecke rückwärtig zum Kölner Zentralbahnhof, weshalb der heute an dieser Stelle gelegene Hauptbahnhof bis heute eine Kilometrierung im negativen Bereich trägt. Ebenfalls am 15. Dezember 1859 wurde der landschaftlich besonders reizvolle Streckenabschnitt von Koblenz durch das enge Mittelrheintal bis zum damaligen Grenzbahnhof in Bingerbrück, heute Bingen Hauptbahnhof, an der damaligen preußisch-hessischen Grenze in Betrieb genommen. Da die linke Rheinstrecke trotz zahlreicher Kurven insgesamt höhere Geschwindigkeiten erlaubt als die rechte, wurde sie für den schnellen Fernverkehr schnell attraktiver. Für Güterzüge hingegen, die bis heute zumeist mit 100 km pro Stunde unterwegs sind, macht sich der Unterschied zwischen linker und rechter Rheinstrecke wesentlich weniger bemerkbar. Dies führte dazu, dass sich das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg bestehende Ungleichgewicht in der Verteilung des Personenfernverkehrs im Laufe der Jahrzehnte immer weiter auf die linke Rheinseite konzentrierte. Besonders evident wurde dies mit der Einführung der Trans-Europ-Express-Züge 1957, des erstklassigen Intercity-Netzes im Zwei-Stunden-Takt 1971 und des gemischtklassigen IC-Systems im Stundentakt 1979. Alle Züge dieser Systeme verkehrten linksrheinisch. Selbst die Intercity-Linie 2, die von Koblenz ohne Halt bis ins rechtsrheinische Wiesbaden führte, wurde zur Zeitersparnis über Bingen, Mainz-Mumbach und die Mainzer Kaiserbrücke geleitet. Die Optimierung des IC-Netzes 1985 führte dazu, dass von nunmehr bundesweit 5 Linien 3 die linke Rheinstrecke benutzten. Von da an verkehrten also pro Stunde 6 IC-Züge am linken Flussufer, allerdings fuhren die jeweils 3 Züge pro Richtung in einem Zeitfenster von 12 Minuten hintereinander her. Grund dafür war ein Mangel an freien Fahrplantrassen. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde zum 2. Juni 1991 das Intercity-Netz umstrukturiert, so dass sich auf der linken Rheinstrecke der lange geforderte Fernverkehrshalbstundentakt ergab. Zusätzlich wurden sodann 2 neu eingerichtete Interregio-Linien durchs Rheintal geführt, eine in Richtung Trier, die andere in Richtung Karlsruhe. Am 23. Juni 2011 brannte das Stellwerk in Sankt-Gor aus, wodurch in den Bahnhöfen Sankt-Gor und Werlau keine Weichen mehr gestellt werden konnten und die Signaltechnik ausfiel. Um trotz fehlendem Stellwerk den Bahnverkehr betreiben zu können, wurden die Weichen mit Handverschlüssen gesichert. Um diese Sicherungsarbeiten durchzuführen, musste die Strecke für fast 2 Tage gesperrt werden. Nach einem Erdrutsch bei heftigen Regenfällen entgleiste am 11. September 2011 ein Intercity auf der Fahrt von Hamburg nach Stuttgart kurz vor Sankt-Gor. Dabei wurden der Lokführer schwer und 14 weitere Menschen leicht verletzt. Um den Intercity zu bergen und die Gleise zu reparieren, musste die Bahnstrecke zwischen Boppard und Oberwesel für eine Woche gesperrt werden.
Ja, und damit übernehme ich jetzt erstmal. Und ihr seht schon, wir werden hier gerade ausgebremst. Wird aber nicht das letzte Mal gewesen sein. Davon kommt jetzt noch gleich ein Abschnitt, wo man nur 40 fahren dürfen, wenn es dann gleich in den Bahnhof reingeht. Und danach haben wir wieder Freifahrt, zumindest für den Moment. Ich hoffe aber, die Infos über die Rennstrecke waren soweit informativ. Weiter geht's dann. Shit. Ja, da bin ich wohl auf den falschen Knopf gekommen. So, da sollte jetzt alles wieder gut laufen. Läuft. Signal ist auch auf grün. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es geht dann gleich weiter über den TEE und über die Lok selber, in der wir uns da gerade befinden, wenn wir die Fahrt haben. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwann mal in Mainz an. Immerhin fast schon eine Halbzeit. So, gleich in dieser Kurve ist dann unser Bahnhof. Ja, da sehen wir auch schon Güterzug Nummer 1 und der Kollege, der uns entgegenkommt. Moderne Variante des Intercities. Also so im Vergleich. Ich muss sagen, ich finde die TEE-Lackierung wesentlich schöner als die moderne Intercity-Lackierung. So, Zeit zum Gas geben. Ist halt schon ein bisschen ein Nachteil, wenn man den Rheinufer da entlang fährt, dass man da entsprechend engere Kurvenradien hat und da Höchstgeschwindigkeiten natürlich nicht ausgefahren werden können. Aber ich will mich auch gar nicht beschweren, das setze ich eigentlich relativ gut unterwegs. Das wäre wirklich meine ideale Strecke, um hier mal so geile Fotos zu machen. Ist bestimmt relativ beliebt bei so Romantik-Sonderzügen. Und jetzt haben wir dann gleich wieder ausgebremst. Die Signale stehen aber hier aber echt teilweise beschissen. Jetzt red! Und da hat sich 500 Hertz gemeldet.
Okay, ich würde sagen, an der Stelle werde ich mal einen kleinen Cut machen, bis dann wieder grün wird und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ja, mit der magischen Macht des Editings wurde es jetzt grün. Hat nur ein paar Sekunden gedauert. Nee, es hat auch im Ernst nicht sehr lange gedauert. Ich glaube, es waren 2-3 Minuten jetzt. Und weiter geht die Fahrt. So. PCB hat sich auch wieder beruhigt. Keine Beschränkung mehr. Und ich würde sagen, an der Stelle übergebe ich mal wieder an meinen Kollegen. Der erzählt euch was über den TEE und die 103. Und dann hören wir uns danach wieder. Viel Spaß. Die Lokomotiven der Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn sind schwere sechsachsige Loks für den schnellen Reisezugverkehr. Die E03 bzw. 103 galten lange als das Flaggschiff der DB und waren neben den Diesellokomotiven der Baureihe V200 eine der bekanntesten deutschen Lokomotivbaureihen. Mit einer Dauerleistung von 7440 Kilowatt, also 10116 PS, waren die 103er bei ihrer Indienststellung die stärksten einteiligen Lokomotiven der Welt und sind bis heute die leistungsstärksten Lokomotiven, die in Deutschland je im Liniendienst eingesetzt wurden. Die DB setzte ab 1965 4 Vorserienexemplare der E03 als Schnellfahrlokomotive ein. Diese wurden 1968 gemäß neuem Nummernschema der DB in 103001 bis 004 umgezeichnet. Von 1970 bis 1974 gingen die insgesamt 145 Serienlokomotiven in Betrieb. Sie werden offiziell als Baureihe 103.1 bezeichnet. Ab 1997 wurde die 103 von der Deutschen Bahn nach und nach ausgemustert und im Personenverkehr durch die Baureihe 101 ersetzt. Nach fast 30 Betriebsjahren waren die Fahrzeuge durch den Einsatz über lange Strecken vor schweren Intercity-Zügen bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km pro Stunde verschlissen. 2003 verordnete die Deutsche Bahn die Abstellung aller Fahrzeuge. Das DB-Museum setzt aber bis heute E03001, 103-113 und 103-245 für Sonderzüge und Überführungen ein. Des Weiteren nutzt das Unternehmen Rail Adventure aus München die 103-222 im ständigen Fahrbetrieb. Die ursprüngliche Lackierung aller 103 war in den TE-Farben Kokorot, Elfenbein mit schwarz-grau abgesetztem Unterrahmen gehalten. Ein roter Zierstreifen an der Front diente als Übergang zur höher liegenden Farbtrennkante der TE-Wagen. Die erstgebaute Serien, 103 mit der Nummer 103-109-5, trug als einzige abweichend dazu einen grauen Rahmen um die Lüftergitter, der seitlich zu den Türen hin spitz zulief. Außerdem reichte der schmale Streifen an den Stirnseiten über die Tür hinaus und die Führerstandsnummer war in Fensterhöhe angebracht. 1987 wurde die Farbgebung den anderen Lokomotiven angeglichen. Ursprünglich hatten alle Maschinen, inklusive der Vorserie, ein erhabenes schwarzes DB-Logo aus Metall an der Stirnseite, welches später oftmals durch ein entsprechendes aufgeklebtes rotes Emblem ersetzt wurde. Einzelne Lokomotiven erhielten ab ca. 1980 einen Neuanstrich, bei dem der Rahmen bis zur Unterkante purpurrot lackiert wurde, passend zum Farbanstrich der Wagen, der in gleicher Weise modifiziert wurde.
Über die Baureihe 103 gibt es noch viel mehr zu erzählen, aber wir gehen nun über zum Trans-Europe Express, kurz TEE. Der TEE war eine Zuggattung im internationalen Schienenverkehr, die von 1957 bis 1988 zwischen den Staaten der EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Österreich und der Schweiz verkehrte. Spanien schloss sich 1969 dem TEE-System an, gehörte aber erst seit 1986 der EWG an. Züge dieses Standards waren reservierungspflichtig und führten ausschließlich die erste Wagenklasse. Den Reisenden standen ein Zugsekretariat, eine Bordküche und ein Barwagen zur Verfügung. Abgelöst wurde der Trans-Europe Express später durch den Eurocity. Die Markenrechte für den Namen Trans-Europe Express hält bis heute die Deutsche Bahn. ...1954 wurde die Trans-Europe-Express-Kommission mit Sitz in Den Haag gegründet. Dies geschah auf einen Vorschlag von Franciscus Quirijn den Holländer, des damaligen Präsidenten der Niederlandse Spoorwegen. Gründungsmitglieder waren die Staatsbahnen von Belgien, der Niederlande, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und der Schweiz. Man hatte sich damals auf bestimmte Kriterien geeinigt, die die TEE-Züge erfüllen mussten. Es mussten Dieseltriebzüge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 sein mit einer maximalen Achslast von 18 Tonnen und einer hohen Laufruhe. Grund dafür war, dass internationale Strecken noch nicht elektrifiziert und Mehrsystemzüge noch nicht fertig entwickelt waren. Ebenso sollten die Triebzüge mindestens 120 Sitzplätze haben, wobei nicht mehr als 3 Sitze pro Reihe sein dürften. Dazu waren auch eine Bordküche und Räume für die Pass- bzw. Zollkontrolle während der Fahrtpflicht. Am 2. Juni 1957 wurde der Zugbetrieb aufgenommen. Da die beteiligten Staaten sich nicht auf einheitliche Züge einigen konnten, setzten die Staatsbahnen von Frankreich ihren RGP1, Italien den ALN442, Deutschland die Triebzüge VT08.5 und VT11.5 und die Niederlande zusammen mit der Schweiz die Gemeinschaftsentwicklung SBB RAM TEE bzw. NSDEV, eigene moderne Triebwagen zum Start ein. Während in den französischen und italienischen Triebwagen die Fahrgäste mit Mahlzeiten und Getränken am Platz bedient wurden, führten die schweizerisch-niederländischen und deutschen Züge einen Speisewagen ein. Die deutschen VT11.5 hatten zusätzlich einen Barwagen mit einem zweiten Speiseraum. Die fortschreitende Elektrifizierung, die Erhöhung der Geschwindigkeiten und steigende Fahrgastzahlen führten dazu, dass die Züge der Erstausstattung keine lange Einsatzzeit als TEE hatten. Die SNCF X2770 wurden bereits 1965 auf Inlandstrecken versetzt. Die FSALN 442 und DB 601 verkehrten bis 1972 als TEE, die SBB NS-RAM bis 1974. ...1961 folgte der erste Elektrotriebzug der Baureihe SBB RAE TEE 2, der für die 4 im Verkehrsbereich gebräuchlichen Stromsysteme geeignet war. Im gleichen Jahr starteten grenzüberschreitende Güterzüge als TEEM. Um die Züge den Fahrgastzahlen besser anpassen zu können, wurden bei der SNCF ab 1963 und bei der DB ab 1965 in neuen TEE-Verbindungen schnelle moderne Elektrolokomotiven und besonders komfortable Erste-Klasse-Wagen eingesetzt. Für die Verbindungen zwischen den Benelux-Staaten, Frankreich und Deutschland verwendeten die SNCF, SNCB und die DB Mehrsystemlokomotiven. Hingegen wurden regelmäßig, unter anderem in Emmerich am Rhein, Basel, Chiasso und auf dem Brenner, die Lokomotiven gewechselt. 1969 waren 28 TEE-Züge im Einsatz, nämlich 17 lokbespannte Kompositionen aus SNCF oder DB-Wagen, 4 elektrische Vierstromzüge und 7 Dieseltriebzüge.
1979 wurden viele TEE in Deutschland bereits durch Intercity-Züge mit 2 Wagenklassen ersetzt. Im Jahr 1982 wurde der Lufthansa Airport Express zwischen Flughafen Düsseldorf und Flughafen Frankfurt-Main eingerichtet. Er wurde von der Deutschen Bahn bis zum Fahrplanwechsel am 28. Mai 1988 innerbetrieblich ebenfalls als TEE geführt, danach als Intercity. Schon im Jahr zuvor wurde mit dem Eurocity eine neue europäische Zuggattung für Qualitätszüge mit erster und zweiter Klasse eingeführt. Am 24. September 1988 verkehrte der letzte TEE zwischen Zürich und Mailand. Ab dem Folgetag war er ebenfalls als Eurocity und mit neuem Wagenmaterial unterwegs. Die 5 TEE-Garnituren wurden daraufhin umgebaut. ...1993 wurden die ausschließlich ohne Zwischenhalt zwischen Brüssel und Paris verkehrenden Eurocity-Züge ein letztes Mal unter der Bezeichnung TEE eingesetzt, jedoch bereits mit Wagen erster und zweiter Klasse. Zum darauf folgenden Sommerfahrplan verschwand allerdings das Produkt TEE in Frankreich zugunsten des Train à Grande Vitesse. Bis 1999 wurden in der Schweiz die TGV-Anschlusszüge von Bern über Neuenburg nach Frasnel durch revidierte SBB-RAETEE-Kompositionen bedient. Seit 2003 verkehrt der farblich in den Ursprungszustand zurückversetzte SBB-RAETEE für SBB Historic im Charter- und Touristikverkehr. Seit 2007 verkehrt unter dem Produktnamen TEE Rheingold für das Verkehrsmuseum Nürnberg eine Garnitur TEE-Wagen einschließlich eines Aussichtswagens mit 2 Lokomotiven der Baureihe 103 im Charter- und Touristikverkehr. Im September 2020 wurde vom deutschen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Fahrplan und Grobkonzept TransEuropexpress 2 vorgestellt. Das Konzept sieht zunächst 4, später 4 weitere Zugpaare mit schnellfahrenden Zügen über große Entfernungen durch mehrere Länder vor. Zunächst würde je ein Zugpaar täglich die Relationen Paris-Warschau, Amsterdam-Rom, Berlin-Barcelona und Amsterdam-Barcelona mit Fahrzeiten von ca. 10 bis 14 Stunden befahren. Nach Fertigstellung von 3 Tunnelprojekten käme je ein Zugpaar Berlin-Rom, Paris-Stockholm und Stockholm-München hinzu, sodass schließlich jeden Morgen 16 Züge an den Endpunkten der 8 Linien abfahren würden. Zusätzlich wurden 8 Nachtzugverbindungen über die zum Teil gleichen Strecken vorgeschlagen. Von angedachten Hochgeschwindigkeitstriebfahrzeugen besitzt jedoch nur ein Modell Anfang 2021 die Zulassung für 2 der 8 Strecken. In 7 von 15 zu bedienenden Ländern hat keines der Fahrzeuge eine Zulassung. Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass es bereits mehrere grenzüberschreitende Verbindungen gibt. Dass der TEE 2.0 wirklich eine Konkurrenz zum Flugzeug werden könnte, werten manche Beobachter angesichts der Präsentation als unwahrscheinlich. Bei den europäischen Verbindungen sei etwa nur von einem Zugpaar pro Tag die Rede und nicht von einem Zugsystem mit engem Takt. Ja, super Timing, da habe ich meine erste kleine Fehlermeldung hier drin. Habe ich mal die Trennschütze zugemacht. Ja, wir bringen jetzt unseren Zug erstmal zum kompletten Halt und müssen dann erstmal warten, bis eine Meldung erscheint, dass wieder alles okay ist. Also im Prinzip wird man das in echt jetzt manuell überprüfen und dann geht es wieder weiter. Ja, das ist Fail Counter Nummer 1.
Okay, an der Stelle gibt es mal einen kleinen Schnitt für euch und dann geht's gleich wieder los. Okay, unsere Lok ist wieder einsatzbereit. Abschalter wieder rein und dann fahren wir wieder. Und hoffen, dass es nicht noch zu weiteren Fehlern kommt von der Lok. So, Bremsen soll sich auch wieder normalisieren. Perfekt. Jetzt sollte man dann doch vielleicht ein bisschen am Strecken-V-Max fahren. Ich habe das versucht vorher ein bisschen nett zu machen, damit ich den Güterzug dann nicht so dicht hinten rauf fahre. Aber jetzt habe ich doch ein bisschen Verspätung. Und ich will da schon versuchen, dass ich irgendwie pünktlich ankomme. Ist eigentlich grundsätzlich ein ziemlich geiles Modell von Virtual Vapors, also wer sie noch nicht hat, dem rate ich, holt euch die, das ist von der Expert Line. Gibt es auch noch viel, viel mehr Störungen, die man bei der Lok so haben kann, wenn man nicht weiß, wie man mit der fahren soll. So wie ich, mit meinem Halbfachwissen. Aber Trennschutz, nee, das hatte ich jetzt wirklich noch nie. Aber dafür dürfte man jetzt eigentlich mal ein bisschen freie Strecke haben, nachdem wir da jetzt einen kleinen Moment gestanden sind. Vorsignale schauen zumindest mal ganz gut aus. Ich sag's euch, ein Nachteil hat die ganze Winterzeit. Und zwar ist es dann später mal das Geschenke finden. Also ich nehme das jetzt gerade zum ersten Advent auf. Und ja, ein paar Tage sind es natürlich noch, diese Wochen, bis zum 24. Aber Geschenke kaufen, das ist immer so ein Pain. Vor allem halt jeden in der Familie, den du halt irgendwie siehst, dem willst du natürlich was geben. Aber was gibt man dem? Haben wir ja keinen Ramsch irgendwie verschicken. Das gleiche auch in der Beziehung. Was schickt man dem Partner? Also bei mir schicken wir im Sinne von Family ist im Ausland. Das heißt, ich bin im Ausland. Die Family ist in der Heimat. Aber an der besseren Hälfte wäre es natürlich persönlich übergeben. Aber ich weiß halt noch nicht was. Ich würde am liebsten so in der Einstellung, man schenkt sich nichts. Oder vielleicht was zum Essen oder man geht gut essen oder so. Ich brauche auch gar nichts. Bin eigentlich wunschlos glücklich. Ja, wobei, dass da eine Lok restauriert wird, das hätte ich gerne, aber das kann man schlecht schenken. Aber schön wäre es, wenn ich mal wieder so richtig schöne Weihnachten erleben würde. Wird leider in den letzten Jahren ja immer und immer weniger. So ein bisschen vermisse ich das Schneeschieben als Kind. Muss ich immer vom Parkplatz den Schnee wegmachen, damit der Dreh rauskommen ist. Ich glaube, hier ein Szenario als Regio- oder S-Bahn wird auch Spaß machen.
Ah, ist schon eine schöne Zugkomposition. Irgendwann mal in der Zukunft werde ich da mal mit dem Rheingold mal mitdüsen. Ah, da so hier ein bisschen drin sitzen, ausgucken, was trinken nebenbei, gute Unterhaltung führen. Ja, so könnte ich reisen. Auch bei dem Ausblick hier. Ist eigentlich ziemlich gefährlich, was ich hier mache, jetzt wo ich mit aktiver PCB fahre. So, nach wie vor freie Fahrt. Hat doch was Gutes, wenn man eine Palle hat. Es ist eigentlich schon ein faszinierender Fakt, dass das einer der oder die stärkste E-Lok war, die da im Linienverkehr im Einsatz gewesen ist. Und eine Sache werde ich mir den Winter auf alle Fälle beigönnen. Ja genau, das wird dann ein Weihnachtsgeschenk. Ich werde mir ein Set für Käsefondue holen. Ich kann es ja danach für Schokofondue nutzen oder so. Aber wie heißt denn das Teil? Das hat so einen französischen Namen, glaube ich. Callion? Callion? Keine Ahnung. Diese Keramik-Schüssel-Topf habe ich dort. Das fehlt mir. Und wenn, dann wird es keiner mit diesem kleinen Flämmchen sein, sondern ein elektrischer. Ein bisschen nachhaltiger. Aber ich hätte so Bock drauf. Nach über 7 Jahren in der Schweiz habe ich es nicht einmal geschafft, mir so ein Teil zu kaufen. Immer noch im Restaurant oder bei anderen Gästen. Ah, einfach schön. Das mit den Texturen, dass sie so spät reinladen, bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt wegen der alternativen Render Engine ist, die ich nutze, oder halt das ganz normale TS Classic Leiden. Ich habe da auch noch nach wie vor das Problem, dass wenn ich da die Engine vom RBNH so nutze, dass teilweise sich das Spiel im Menü aufhängt, beziehungsweise ein halbes Jahrhundert braucht, um, wenn du jetzt bei den Szenarien drin bist und eine andere Strecke bist, braucht er 2, 4, 5 Minuten, bis auf die andere Seite geht. Und ne, 100er Beschränkung. So, der nächste Abschnitt wird hier gleich spannend werden. Denn ein Kilometer oder zwei werde ich gerade volle Kanne in ein Rotsignal reinfahren. Ich wurde aber nicht vorgewarnt und ich habe auch nichts gesehen. Das sagt mir, okay, ich muss da langsamer werden. Ich habe gesehen, das letzte Signal war grün, Vorsignal war grün, hat jetzt nur die 90 angekündigt. Alte Stellwerk hier oben. Fahren jetzt hier am Bahnsteig vorbei. Nach wie vor alles super. BCB sagt auch, alles super. Auch da, alles grün. BCB löst auch nicht aus. Und ich meinte jetzt auf der Geraden oder nach der nächsten Kurve passiert es dann.
Ah nein, ich glaube, es kommt jetzt noch ein Gleis auf der rechten Seite. Auch hier. Alles grün. Kein Grund zum langsamer werden. Grün. Aber jetzt ohne Vorsignal. Rechts hat jetzt ein Vorsignal gehabt, aber es ist hier auf einem anderen Gleis. BZB, auch nichts. Ich schalte die ganze Zeit nach vorne, weil ich im RWN-Hanser schon sehe, dass hier ein rotes Signal hat. Aber ich dachte, das könnte vielleicht falsch sein. Und stark knallt. Und da ist auch das rote Signal. Ja, Zwangsbremsung. Aber ich glaube, da war ich jetzt nicht schuld dran. Also ich wurde ja überhaupt nicht vorgewarnt, dass da jetzt ein rotes Signal kommt. Also schreibt es da gerne in die Kommentare, was, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, ob ich da jetzt irgendwas falsch gelesen habe, ob die BZB doch hätte auslösen sollen an einer gewissen Stelle, vorher schon, aber es da auf der Strecke jetzt irgendwie nicht gemacht hat, ob da Signale fehlen, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt ganz normal auf Sicht gefahren wäre, dann ja, war ich da einfach voll reingerauscht. So wie halt jetzt, dass da nicht die BZB mir einen reindrückt. So, die ist komplett zurückgesetzt. Jetzt haben wir dann doch aber auf der Karte nochmal nachsehen, ob denn vor uns frei ist. Ja, da fährt der Güterzug. Gehen wir die ganze Zeit schon am Arsch kleben. Naja, fahren wir erstmal vorsichtig. Fahrdienstleiter können wir ja schlecht kontaktieren hier. Ah, die zwei da hätte jetzt gerade schon Stress geben. Vor allem, wenn man ungebremst an einem roten Signal vorbeidüst. Es ist eigentlich schon ein bisschen hardcore in Polen, dass da keine Zwangsbremsung ausgelöst wird. Also zumindest bei den alten Loks. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei den neuen Loks schon passiert. Auch für das habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt mit dem Rollmaterial da drüben und den Spezialitäten. Ja, Vorsignal wieder super. Das Ding kann wieder. Ich glaube, das Signal hätte gar nicht auf Rot stehen sollen, sondern hätte auf Fahrt sein sollen. Aber ja, wenn ihr das Szenario dann auch spielt, würde es mich mal interessieren, was bei euch an der gleichen Stelle passiert ist.
das jetzt nur bei mir so gewesen ist oder ob das ein allgemeines Issue ist. Und Beschränkung auf 150. Aber ich kann nicht richtig schnell hier fahren. Hier die zwei Höchstgeschwindigkeiten. Es dauert auch nicht mal lange, bis wir gleich den zweiten Fail haben. Aber dieser Fail habe ich ganz gut getroffen. Und der ist eigenverschuldet. Denn der eine oder andere weiß, man darf mit der aktiven PZB ohne LZB jetzt schneller als 160 fahren. Und ich bin da vielleicht ganz klein dick und zu schnell gefahren. Und gibt mir gleich die PZB die Zwangsbremse. Aber im genau richtigen Moment. Wir werden es gleich sehen. Ja, da gebe ich jetzt gerade noch ein bisschen Gas. Habe in dem Moment auch wirklich nicht dran gedacht, dass 160 gefährliche Grenze ist. Und im letzten Moment denke ich mir noch, ey Moment, ich bin zu schnell. Yo. Vorsignal, sagt rot. Der Moment, also genau gleich im Moment, bin ich dann auch über 160 kommen. Zwangsbremsung. Nummer 2. Wobei mit dem Defekt ist es die dritte. Ja, also unser T-Sonderzug kommt heute nicht pünktlich an. War gestern bestimmt eine Mega-Gaudi. Ja gut, dann tun wir mal den Zug wieder zurücksetzen und fahren wieder weiter. Allzu weit ist es ja auch nicht mehr. Da sind die Lüfter unten. Jetzt gibt mal kurz einen Cut für euch. Geht gleich wieder los. Ja, und wir sind wieder unterwegs. Da kommt uns gerade ein guter Zug entgegen und da passiert das gleich der nächste Fail. Ich habe schon gesehen, dass mich die PZB nach wie vor prüft. Gibt Gas. Wird schneller als 85. Und bam. Zwangsbremsung. Aber die Zwangsbremsung hat es gerade ein bisschen in sich. Denn mit der Zwangsbremsung habe ich die Lok kaputt gemacht. Das Geräusch da kommt jetzt die ganze Zeit. Ich kann die Lok überhaupt nicht mehr bedienen. Das, glaube ich, waren ein bisschen zu viele Zwangsbremsungen für die Lok. Da habe ich mal vermutlich hinten irgendwas zerschossen. Ja, wir kommen leider nicht in Mainz an. Ihr vielleicht schon. Macht es besser als ich und ja. War eine Chaosfahrt, wie immer. Aber hoffentlich informativ. Zumindest am Anfang. Also, bis denn dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.